Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Lufia 2 Rise of the Sinistrals. So, bevor ich jetzt hier an dieser Stelle weitermache, mal ein kleiner Hinweis von mir an gewisse Zuschauer. Als YouTuber kann man in den Analytics nachschauen, wie der Status gewisser neu hochgeladener Videos ist. Ja? Darunter befindet sich unter anderem auch die durchschnittliche Watchtime. Wenn mir dann jemand einen Kommentar unter das Video schreibt, oh, du hast ja genau das gemacht in dem Part, was ich mir schon gedacht habe, wie langweilig und bibabo. Und ich sehe dann in meinen Analytics, dass das Video eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 6 Sekunden hat. Dann frage ich mich, wie man nach 6 Sekunden eines Videos beurteilen kann, was derjenige in dem Video überhaupt gemacht hat. Ja, also mir persönlich wäre das ja ein bisschen peinlich, wenn ich irgendwo solche Kommentare abgebe und dann genau weiß, dass derjenige eigentlich nachvollziehen kann, dass ich das Video gar nicht geschaut habe. Naja, gut, sei es drum. So, wir sind in Pandoria angekommen. Und ich glaube, wir müssen zum König ins Schloss. Dachte ich jedenfalls. Wir gehen einfach mal hin. Hier lang ging es, glaube ich, zum Thronsaal, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Unglaublich, über welche Kräfte der Mann verfügen muss, der Gordovan zerstört hat. Es ist alles meine Schuld. Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Das stimmt nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gades unternehmen. Mein König, mit deiner Erlaubnis werde ich mehr über Gades herausfinden. Ich werde alleine gehen. Ich denke, wir sollten Maxims Hilfe nicht zu oft in Anspruch nehmen. Gibt es hier jemanden mit Namen Guy? Ja, was möchtest du? Hier ist ein Bote aus Tanbel. Er berichtet, dass es deiner Schwester schlechter geht. Oh Mann. Was, Liana? Guy, geh zurück nach Tanbel. Aber Guy, das ist so stark. Ich kann euch doch jetzt nicht im Stich lassen. Liana braucht dich jetzt mehr denn je. Geh und steh ihr bei. Das stimmt, aber mach dir keine Sorgen um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du meinst, kann es wirklich... Mein König, ich bitte euch um Selans Hilfe. Wir helfen ihr auch, mehr über Gades herauszufinden. Das klingt wirklich gut. Bist du damit einverstanden, Selan? Ja, mein König. Ich beauftrage dich und Maxim damit, mehr über diesen ominösen Gades herauszufinden. Verstanden, mein König. Mit deiner Erlaubnis werden wir nun gehen. Ich werde nun nach Tanbel gehen. Ich hoffe, dass Liana gesund wird. Meine Schwester ist stark, sie wird nicht aufgeben. Außerdem ist Jessie bei ihr. Ja, ich weiß. Also, haltet die Ohren steif, ich bin bald wieder zurück. Wir werden schon auf uns Acht geben. Ich weiß, also bis bald. Jo, bis dann, Nene. Liana wird wieder gesund, oder? Natürlich. Maxim? Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von dir hören, Selan. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Nein, ich möchte wissen, was es mit der Frau in der Höhle und deinem Schicksal auf sich hat. Du meinst diese komische Schicksalsgeschichte? Ja, außerdem möchte ich Gades besiegen. Das hat etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst Gades besiegen? Deine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich ihm mit einem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann... Jo. Du denkst doch das gleiche, Maxim. Ja. Das habe ich mir gedacht. Deshalb möchte ich dich begleiten. Traust du mir jetzt endlich? Ja, aber noch nicht hundertprozentig. Wow, du bist ein ganz schön harter Brocken. Lass uns aufbrechen. Lass uns nun durch den Turm nach Minias gehen. Die Barriere im Turm sollte nun abgebaut sein. Okay, so, die Belohnung hatten wir, glaube ich, schon eingesammelt.
Im Schloss, ich glaube schon. Das waren, glaube ich, nur die Engelsflügel, die es da gab. Und die haben wir bereits. Gut. So, ich werde mich gleich warpen. Und zwar... nach Gordovan. Und dann schauen wir mal durch den Turm. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wo diese Barriere war. Na, natürlich komme ich nicht vorbei. Wie sollte es auch anders sein? So, wir sind jetzt nur noch zu dritt, von daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Mit Guy fehlt uns natürlich auch gleich ein ziemlich starker Kämpfer. Was jetzt natürlich nicht so schön ist, aber dadurch, dass wir einen relativ hohen Level haben, machen wir das Ganze natürlich wieder halbwegs wett. So, die Barriere ist unten, sehr schön. Damit sind wir auf der anderen Seite des Turms und das hier müsste Minias sein, genau. Willkommen in Minias. Habt ihr schon von den Monstern in der Nordhöhle gehört? Nee, ich würde aber gerne erstmal übernachten. Und dann hören wir uns mal an, was es mit diesen Monstern auf sich hat. Wow, du Glücklicher. An jeder Seite eine Frau. Das ist toll. Okay. Das war jetzt wieder das Richtige für Tia, glaube ich. Marcos Vater hat alle Häuser in der Stadt gebaut. Cool. Und? Gordovans Zerstörer wurde in der Nordhöhle gesehen. Er hat auch die Brücke zerstört. Wir wollen die Brücke reparieren, aber es sind so viele Monster in der Höhle. Okay. Der Mann, der Gordovan zerstört, ist nach Norden gezogen. Ich habe im ganzen Leben noch nie solch eine Horrorgestalt gesehen. Buh. Naja, so schlimm war jetzt auch nicht, ne? Hier wieder raus, ich vermute mal. Mein Freund Marco hat dieses Riesenei, es ist zu riesig. Ich möchte zu gern wissen, wer oder was das Ei ausbrüten wird. Klingt für mich nach einem Drachenei. Mein Vater baut Häuser und Brücken, zurzeit ist er in der Nordhöhle und repariert die Brücke. Aber in der Nordhöhle sind noch viele Monster, das ist sicher gefährlich. Ja, aber mein Vater ist der Einzige, der die Brücke reparieren kann. Ein wirklich großartiger Mann, dein Vater. Mhm. Ja, ich hoffe, er kommt bald wieder. Oh, vielleicht sollten wir mal gucken gehen, lieber, ne? So, was Neues? Blutball. Warum eigentlich nicht? Speedy, haben wir den nicht schon? Scheinen tatsächlich nicht. Jetzt ein bisschen wundert. Oh gut. Dachte, den hätte ich schon gehabt. Oh ja, wer weiß. So, guten Tag. Ja, ebenfalls. Was hast du denn so? Gladius. Toga und ein Zylinder. Soll ich sagen, nehmen wir die einmal mit. Und die zweimal. So.
So, die hast du bereits ausgerüstet. Dann kriegst du noch den Zylinder. Und bei dir war's auch nur der Zylinder, richtig? Genau. So. So viel erstmal dazu. Dann werde ich mal speichern. Speichern mal hier. So, dann gucken wir noch mal in die Nordhöhle, die ich mal im Norden finde, nehme ich an. Nach den Gegnern natürlich. Ja, Gordo haut mittlerweile schon ordentlich rein, ne? So, damit sollten die hoffentlich down sein. Brückenhöhle U1. Ah ja, da steht er doch gleich. Es gibt ja so viele Monster, dass ich die Brücke nicht reparieren kann. Früher gab es ja keine Monster. Okay. Ja. So, hier. Nee, hier kann ich mich nicht rüber. Ich wollte gerade sagen, hier kann ich mich rüberziehen, aber nein, kann ich nicht. Da drüben fällt der Pfeiler. Toll. So, aber hier kann ich auf jeden Fall eine Bombe legen. Dann rüsten wir die Bombe mal aus. So. Okay, hier ist ein Schalter. Jetzt ist die Frage, legen wir den Schalter um? Oder legen wir den nicht um? Gute Frage, nächste Frage, ne? Geh mal durch die Tür, bevor ich den umlege. Ah, hier ist bloß eine Truhe. Okay, ein Heiltrank. Naja, gut. Besser wie nix. Gut, dann legen wir jetzt den Schalter um. So, der Pfahl am Flussufer ist wieder aufgetaucht. Stand da, gut. Auch nicht schlecht. Einfach mal schon den Schalter umlegen und schon wächst da ein Pfahl wieder, ne? Na gut. So, einmal nach drüben. Hier geht eine Treppe nach unten. Gibt es ja noch einen Geheimgang? Scheint nicht so. Ah, nee, hier auch nicht. Nope. In den ersten Höhlen gab es da am meisten einen, ne? Aber hier sieht es nicht so aus. Und was ich mich auch frage, wo sind eigentlich diese fiesen, vielen Monster, von denen der uns da gerade was erzählt hat? Weil, ja, ich sehe ja keine, ne? Einen Zaubertrank. Hi.
In diesem Raum ist nichts. Diese Leere erscheint mir sehr dubios. Gibt es hier nicht einen Trick oder sowas? Ja, lauf ja nicht so unbedacht herum, es könnte gefährlich werden. Alles okay hier? Ja, genau, wunderbar, okay, ne? Am Himmels Willen, schnell, wir müssen sie finden. Mist, ich finde die Treppe nach unten nicht. Wir haben keine Zeit mehr, um nach Treppen zu suchen. Na, toll. Tia, pass auf. Mann, das war aber knapp. Geht es dir gut hier? Ja, ja, danke. Gut. Ja, alles in Ordnung? Ja, Celan hat mich gerettet. Danke, Celan. Deine blitzschnelle Reaktion hat Tia gerettet. Naja, das war aber auch viel Glück. Ja, du hast vollkommen recht, also passt jetzt besser auf. Ich glaube, ich könnte das nicht wiederholen. Wir dürfen uns nicht nur auf unser Glück verlassen. Davon abgesehen, was machen wir jetzt? Ich kann keinen Ausgang entdecken. Mal sehen, vielleicht ist hier irgendwo eine Geheimtür versteckt. Ja, toll. Celan! Warte, Maxim! Was ist los, Tia? Wir müssen uns beeilen. Ja, tut mir leid, also auf geht's. Celan, ist dir auch nichts passiert? Tütütü. Hä? Uns sagst du, wir sollen vorsichtig sein und was machst du? Ja, gut, aber... War nur Spaß, ich bin froh, dass du hier bist. Egal, Hauptsache dir ist nichts passiert. Auf geht's, Tia. Ach, du bist so süß, Maxim. Es wäre alles viel einfacher, wenn du ein Ekel wärst. Was? Tia. Wie? Was? Oh, verzeih mir, ich habe gerade über etwas nachgedacht. So, gib dir jetzt einen Geheimgang. Nope. Oh, Monster. Die muss ich jetzt besiegen, oder was? Okay, die Tür ist zu. Okay, dann auf geht's. Oha, die machen schon ein bisschen mehr Schaden, ne? So, überlegen wir mal, was wir machen. Versuchen wir mal so unser Glück. Okay, der ist schon mal weg. Sehr schön. Maxim steht immer noch hinten, ne? Was ist denn das? Warum zum Teufel? Ich weiß nicht mal, wie das geht hier, die Formation ändern, ne? Ich habe da nichts gemacht. Muss er dann mal im Menü nachschauen. Kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Gruppe. So, du tauschst auf jeden Fall mal mit Tia. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Da muss ich auch nochmal nachschauen. So, mal gucken, was jetzt beim nächsten Kampf. Okay, jetzt steht die Gruppe zumindest mal wieder richtig. What the hell? Es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass das irgendwie im Kampf mal gewechselt hat. Ich weiß nur nicht, wodurch. Nice. Das war jetzt, glaube ich, nicht so intelligent.
Aber naja. Ach, die können heilen. Okay, gut zu wissen. Findet hier mal heilen lassen. Wie oft die auch angreifen können, ne? So, die sind beide down, nice. Ich bin jetzt gerade mit überlegen, ich glaube, ich muss die gar nicht alle besiegen, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern ich muss wahrscheinlich nur durch diesen, also durch bis zu diesem Schalter da oben, ne? Vermute ich mal. Weil die Gegner tauchen immer wieder auf. So. Du auf den, du auf den. Mal schauen, was passiert. So, sehr schön. Ah. Alles klar. Nee, doch nicht. Die Ecke kam mir jetzt gerade verdächtig vor. Die Monster sind weg. Habt ihr Typen sie vertrieben? Ja, wir haben die Quelle des Bösen, die sich im Keller die Säule befand, besiegt. Nun kann ich die Brücke reparieren. Wollt ihr mir dabei zuschauen? Ich habe es gern, wenn mir jemand dabei zuschaut. Das liegt in der Familie. Okay. Ich bin gleich fertig. Ja, toll. War das nicht toll? Tja, ich bin ein Meister meines Fachs. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Das war's. Ernsthaft? Naja, denn. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle werden wir auch erstmal beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Lufia 2. Und bis dahin. Tschüss.